Willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier im Mythel-Tempel. Dem Tempel, wo sich scheinbar die Quelle der Trauer befinden sollte oder soll. Und wir sind auf dem Weg dahin durch einen eher labyrinthartigen Bereich dieses Tempels. Zumindest hat das unser Hauptcharakter gesagt, dass es so labyrinthartig ist. Und wir gehen weiter durch diese Tür. So, und dann kämpfen wir uns hier natürlich weiter durch. Und die sind stark, die Gegner, das sehe ich sofort, ja. Aber wir sind auch gleich Level 16. Wir sind auch stark. Hier können wir wieder öffnen. Und ja, hier können wir nicht lang. Dann öffnen wir mal hier den Weg. Ich möchte mal gerne auf der Map gucken, wo das ist. Da unten. Also sind ja jetzt schon nicht gerade weit weg, ne? Also sollten so langsam mal dahin kommen. Das wäre natürlich sehr schön. So, den können wir nicht looten. Schade. Können wir hier irgendwelche Leute looten, die... Wow. Hier können wir gar nicht lang. Da können wir durch die Tür. Wir können hier keine Leute looten. Schade. Okay, wir gehen ja durch. Mist, hätte ich doch die Fähigkeit jetzt gehabt. Scheiße. Gesundheit niedrig. Gut, Warwick hat einmal so einen Trank genutzt. Ultra Kacke. Ich Gesundheit niedrig. Ich muss einen Trank nehmen. Ah, Mann, ist. Zieh dich zurück, ja? Das ist schon okay. Level 16. Wir haben Level Up gemacht. Nehmt euch vor den Bogenschützen in Acht. Und dadurch, dass wir das gemacht haben, ist unsere ganze Gruppe wahrscheinlich irgendwie, oder? Oh, 8 von 12 trinken noch. Zumindest haben wir jetzt wieder komplett volles Leben. Immerhin etwas. Dann können wir jetzt gleich mal Autoskillen machen. Hüpf, hüpf. Sind ein wenig stärker geworden. Und ja, das ist doch schön. Oh Gott. Das wollte ich ja nicht. Das war das. Ich wollte mal gucken. Hier habe ich ja auch noch Fähigkeiten. Die könnte ich auch vielleicht mal einsetzen, weil ich sitze immer nur diese Fähigkeiten. Naja, ist auch egal. So, wir skillen jetzt mich. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Und ist kein mehr. Der hat kein. Aha. Gut, ich habe als einziger ein Level abgemacht. Das heißt, die anderen müssten bald auch nachkommen. Dahinter ist das, was wir erreichen wollen. Na, noch nicht ganz. Hierhinter ist das, was wir erreichen wollen. Also nochmal ein Safe.
verhindert, dass Simpson die Quelle der Trauer benutzt. Andraste, führe uns. Wie konnte eine solche Magie die Zeit überdauern? Das weiß ich nicht, aber wir haben jetzt wieder alle Vorräte aufgestockt. Perfekt. Das war nun mal wichtig. Wir haben volles Leben, volle Vorräte. Kämpft weiter! Eine Armee dieser Hunde kann uns nicht aufhalten! Wie gelangt ihr zur Quelle, General? Ihr Bastarde! Ihr seid marschiert, habt gekämpft und seid immer noch bereit. Die Kirche weiß nicht, worauf sie verzichtet hat. Samson, Sir, Vorsicht! Inquisitor, ihr seid verflucht weit marschiert. Da marschiert man zum hintersten Winkel der Welt und ihr seid schon da. Ja. Als Anführer der Inquisition reist man zu allerlei interessanten Orten. Diesmal seid ihr zu weit gereist. Corypheus hat mich zweimal auserwählt. Zuerst als General und nun als Gefäß für die Quelle der Trauer. Wisst ihr, was in der Quelle ist? Weisheit. Jene Art von Weisheit, die eine Welt reinigen kann. Ich werde sie Corypheus gewähren, damit er das Nichts auch ohne euren ach so wertvollen Anker betreten kann. Ah. Sobald Corypheus derart mächtig ist, werdet ihr und eure Soldaten ihn nur bremsen. Mehr habt ihr nicht zu bieten? Ihr seid Corypheus nicht gewachsen. Selbst wenn ihr aus der Quelle trinkt, werdet ihr ihre Weisheit niemals beherrschen, wie er es kann. Das ist die Kraft, die die Kirche bändigen wollte. Aber wir leben in einer neuen Welt. Mit einem neuen Gott. Ich werde Corypheus die Macht der Quelle und euren Kopf bringen. Auf einem Silbertablett. Zu den Waffen! So. Schöner Bosskampf. Wahrscheinlich werden wir ihn mehrmals machen. So krass wie der. Du kleiner Du. Ich hasse dich! Du gehst nicht zu mir! Ihr seid ein Nichts! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, ich kann nichts sehen! Wie mies! Ich hab gerade meinen Popschutz leider ein wenig berührt. Kann passieren. Alter Schwede, der hat reingehauen. Jetzt läuft das. Jetzt habe ich das ein wenig unter Kontrolle. Aber auch nur ein wenig. Euch Bastarden werde ich es zeigen. Oh, 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 oh. Jetzt können wir wieder. Wenig Gesundheit, das schaffst du. Du heilst dich doch, ne? Hoffentlich. Mit einem Krank, ich hab ja genug. Ich hoffe das mal. Aber wahrscheinlich werden wir den Bosskampf doch nicht mehrmals machen, denn der ist nämlich gleich tot. Also hoffe ich nicht, dass noch irgendwas Unerwartetes passiert. Ihr könnt nicht entkommen. Doch. Schutzschild, ne? Ja, komm. Das haben wir auch ganz schnell wieder runtergeprügelt. Oh, das müsste es gewesen sein, oder? Nein! Dafür werdet ihr bezahlen! Oh, 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 oh. Was macht er jetzt da gerade?
Ich kann ihn nicht mal anvisieren. Ich glaube, er verreckt, oder? Ja, er verreckt. Achso, nee, er verreckt noch nicht ganz. Wir können mit dem talken, oder? Nee, jetzt ist er verreckt. Nicht die Quelle. Ihr könnt sie Corypheus nicht entreißen. Ihr dürft nicht. Er atmet noch. Wir bringen ihn zur Himmelsfeste und machen ihm den Prozess. Abelard! Oh nein, jetzt lassen sie dann den Typen in Ruhe, konzentrieren sich darauf und. Oder nicht? Ihr habt seine Abschiedsworte gehört, Inquisitor. Der Elf will die Quelle der Trauer zerstören. Dann ist das Heiligtum jetzt also geplündert. Ihr hättet die Quelle selbst zerstört, wenn ihr gekonnt hättet. Um sie vor euren gierigen Fingern zu bewahren. Es wäre immer noch besser, sie zu verlieren, als sie den Unwürdigen zu überlassen. Na, ihr würdet damit das Erbe eures Volkes in den Schatten verrotten lassen. Corypheus brauchte Samson, um die Quelle zu benutzen. Mit ihm hat er auch das dazu nötige Gefäß verloren. Sobald wir gehen, wird er mehr Truppen schicken, um diesen Ort zu sichern. Diese Quelle gewährt Macht, Inquisitor. Und wenn sich diese Macht gegen Corypheus richten lässt, könnt ihr es euch dann leisten, sie nicht zu nutzen. Wisst ihr überhaupt, was ihr da vorschlagt? Ist ein Diener von Mythal am Ende seiner Tage angelangt, gibt er sein Wissen weiter. Hierdurch. Alles, was wir waren, alles, was wir wussten, es wäre für immer verloren. Das muss schwer sein, an dem festzuhalten, was übrig ist. Ihr habt ja keine Ahnung. Jedes Mal, wenn wir erwachen, entgleitet es uns mehr. Wozu bleibt ihr dann? Warum erfüllt ihr eine sinnlose Pflicht? Unsere Pflicht ist alles, was bleibt. Jene, die aus dem Virabella Sen tranken, bezahlten einen hohen Preis und sind bis in alle Ewigkeit dazu verdammt, Mythal zu dienen. Wollt ihr damit sagen, Mythal war tatsächlich eine Göttin? Für euch macht das keinen Unterschied. Müssen wir jetzt noch gegen den kämpfen? Und dann, oder was macht denn der jetzt? Oder wir töten den. Störrischer Narr. Was hättet ihr denn getan? Euch in einer Ecke versteckt? Und was, wenn die Quelle zerstört würde? Oder der ganze Tempel? Wollt ihr unbedingt aus Mitgefühl sterben? Daumen nach oben. Daumen nach unten. Nein. Seht, ist der Illuvien unversehrt. Wenigstens in diesem Punkt hatte ich recht. Ist er immer noch eine Gefahr? Kann Corypheus ihn benutzen, um in das Nichts zu reisen? Als ich euch durch meinen mitnahm, sagte ich euch, jeder Illuvien braucht einen Schlüssel. Die Quelle ist der Schlüssel. Nehmt ihre Macht in euch auf. Und Mythals letzter Illuvien ist für Corypheus nicht viel mehr wert als Glas. Ich hätte nicht gedacht, dass die Quelle so hungrig ist. Kein Schritt weiter, Morrigan. Ich bin bereit, den Preis zu bezahlen, den die Quelle verlangt. Außerdem bin ich am besten dazu geeignet, ihr Wissen in euren Dienst zu stellen. Mir gefällt das nicht. Sie ist viel zu erpicht darauf.
Das leugne ich auch nicht. Ich würde viel riskieren, um verlorenes Wissen zu erlangen. Und was würdet ihr damit anstellen? Ihr könntet schlimmer sein als Korypheus. Ihr lähmt euch also selbst aus Furcht vor dem, was sein könnte? Ich kann euch nur mein Wort geben. Von allen Anwesenden habe ich allein die Ausbildung, um mir die Quelle zunutze zu machen. Lasst mich aus ihr trinken, Inquisitor. Oh, der Punkt ist jetzt... Ja, ich mag Morrigan schon, ja, aus dem ersten Teil und bla und so, aber läuft das wirklich zum Guten hinaus oder wird sie dann auch böse und muss ich dann nicht nur gegen Korypheus kämpfen, sondern auch noch gegen sie am Ende oder ich weiß das nicht. Wollt ihr das wirklich tun, Morrigan? Wir wissen nicht, was passieren wird. Das stimmt, aber es muss trotzdem getan werden. Ich bin bereit. Warum mache ich das nicht einfach? Morgan erhält die Macht der Quelle. Oder ich? Ich oder Morrigan? Ich bin Geizhals. Wenn jemand diese Quelle benutzt, dann ich. Ihr wollt also das bisschen, das ihr versteht, retten und den Rest einfach wegwerfen? Die Inquisition braucht euch. Korypheus ist noch immer eine Gefahr für uns alle. Ich bin es gewohnt, von Leuten aufgehalten zu werden, die denken, sie sind schlauer als ich. Trinkt meinetwegen zu unser aller Wohl, aber stellt zuvor euren Willen. Ich denke mal, dass es besser ist, wenn ich es mache. Ich verstehe nicht, was ihr... Was ist? Werdet ihr mir helfen oder nicht? Atmet. Das ist gut. Macht weiter so. Nicht tot. Tja, das ist beruhigend. Und wie geht's? Gut? Schlecht? Das würde mich wirklich interessieren. Zu spät.
Achievement und das Bild hat sich resettet eben gerade kurz. Das hat kurz aufgeflackert. Naja, gut. Corypheus ist scheinbar gegen die Spiegelwand oder gegen den Spiegel selbst geknallt, hat ihn zerstört, ist wahrscheinlich nicht durchgekommen und wir sind alle durchgekommen. Und haben ihn mal wieder ziemlich verärgert, diesen Spasti. Das ist gut. Vielleicht war das auch die bessere Entscheidung zu sagen, dass ich das Wasser trinke anstatt Morrigan. Ich denke schon. Ich denke, das war gut. Jetzt haben wir so einen ewig langen Ladescreen wieder. Der Ladescreen ist aber so, dass wir wahrscheinlich echt, also es sieht zumindest so aus, dass dieser Ladescreen, um zu unserem Hub zurückzukehren hier, wie heißt das, Himmelsfeste? Doch, Himmelsfeste. Da kommen wir wahrscheinlich jetzt wieder zurück. Nur dauert es halt ewig, scheinbar. Warum? Was lädt denn der da so lange? Hallo. Cullen, übrigens, sehr, sehr wissenswertes über Cullen. Sehr interessant übrigens hier. Für diejenigen, die es schon immer mal interessiert haben, mehr über Cullen zu wissen. Hier im Ladescreen steht genau das, was ihr schon immer wissen wollt. Und hier auch sehr viel über den Zirkel der Magie, ja. Das ist höchst interessant. Und da ist der Ladescreen dann schon wieder vorbei, ja. Das hat auch gar nicht lange gedauert. Das war binnen Sekunden fertig. Das ist echt so ätzend manchmal. Ich verstehe es nicht. Und wir laden jetzt nochmal genau dasselbe, also in derselben Geschwindigkeit wie eben gerade, nur mit dunklen Bildschirmen. Oh ja, das ist ultra spannend. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt komplett, also dass jetzt das Ende kommt und wir laden das Ende dann komplett, also komplett alles dann nochmal mit. Aber wir sind auch schon wieder da. Und zumachen. Es ist vollbracht. Jo, geilo. Oh. Melde gehorsamst. Wir haben die Schlacht gewonnen, Inquisitor. Als ihr durch diesen Spiegel gegangen seid, sind Corypheus und sein Erzdämon geflohen. Warum, weiß ich nicht. Was er wollte, war nicht mehr im Tempel. Vielleicht. Er hat so lange versucht, in den Tempel zu kommen, dass er seinen Truppen in diesem Moment wohl nicht hätte helfen können. Dann ist Corypheus erledigt? Wenn er klug ist, versteckt er sich, um wieder zu Kräften zu kommen, bevor er erneut angreift. Er versteckt sich nicht. Ihr hört es. Die Quelle spricht zu euch. Die Stimmen, sie sind so weit weg, dass ich sie kaum hören kann. Tja, wenn jemand die Macht der Quelle benutzt hätte, der diese Stimmen versteht, müssten wir uns auf ihre Interpretation verlassen und auf das, was sie bereit ist, uns zu sagen. Bin ich euch etwa nicht mitteilsam genug, Meisterspionen? Ich habe euch gesagt, was die Quelle kann, Inquisitor. Ihr solltet Rufe aus dem Himmel hören, kein Flüstern. Ich tue, was ich kann, Morrigan. Das wird reichen müssen. Ihr habt vorhin gesagt, ihr wisst, was als nächstes zu tun ist. Was habt ihr damit gemeint? Der Drache ist kein Erzdämon. Er ist nur ein Drache, den Corypheus mit einem Teil seiner Macht beseelt hat. Tötet ihr den Drachen, kann Corypheus für kurze Zeit nicht in andere Körper fahren. So könnt ihr ihn töten. Das ist nicht so einfach. Corypheus allein ist schon mächtig, aber mit seinem Drachen... Geh zu dem Altar aus.
Ich muss Methal beschwören. Was auch immer Methal war, Göttin oder Legende. Da. Ein Altar in der Wildnis. Dort muss ich hin. Wie ich sehe, seid ihr fest entschlossen. Nun gut. Seid ihr sicher, das wollt ihr? Nein, wir müssen mit allem rechnen. Einer Falle oder schlimmer noch. Ich organisiere einstweilen die Verteidigung der Himmelsfeste. So, bitte sag jetzt nicht irgendwie 50 Macht, um dahin zu kommen oder so. Und jetzt kommt erstmal wieder Ladescreen des Todes. Die Musik ist weg. Und das letzte Teil ist unsere Mission. Wir haben 5 Macht. Und... Ach nee, ich will... Ja, bla bla bla, ich muss niesen. Da. Gut, also, wir gucken jetzt mal, ob ich hier noch was... Ich habe immer noch dieses Fragezeichen. Und das ist hier immer noch eine Quest, die ich... Keine Ahnung. Wir sind Stufe 16, wir können übrigens auch, beim Kartentisch können wir weitere Gebiete dieses Sieggebietes freischalten, um den Drachen zu bekämpfen. Aber ich meine, ich gehe jetzt dahin und wenn ich wirklich jetzt zum Altar kann, dann werde ich wahrscheinlich auch zum Altar gehen. So, Geheimnisse, was wollen wir denn hier mal skillen? Reiten. Erhöht den maximalen Fokus von 100 auf... Aha. Mach mal das einfach. Irgendwie ein Altar. Altar. Ich weiß nicht, was... die mit dem Altar meinen. Ich gehe mal komplett zurück und guck mal in meinem Questlog, um zu checken, was denn damit jetzt gemeint ist. Die Predator in der Arborwildnis. Geht zum Altar von Mythal. So, der Punkt ist jedoch... ich weiß gar nicht, ob ich wirklich zu Dingens muss. Nee, Moment, ich will mal hier die Weltkarte. Ich weiß nämlich nicht... Oh, guck mal, hier wird angezeigt. Was wird denn hier angezeigt? Hahaha. Okay. Ja, ich kann über die Weltkarte dahin reisen. Ich brauche gar nicht zum Kartentisch. Das... Dann machen wir das doch so. Boah,
keine Machtfarm, ey. Das, das, äh.